Wir beschäftigen uns heute mit dem ganz spannenden Thema der Leerboxenmiete. Mein Name ist Melanie Damm. Ich bin Rechtsanwältin beim Juristikum Bayreuth. Wir sind hier schon beim Ort des Geschehens und zwar in einer leeren Box. Und darum geht unser Thema heute. Ein Dauerbrenner im Pferderecht. Die Frage kommt gefühlt ein paar Mal im Monat vor. Und deswegen herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Recht haben will gelernt sein. Ich möchte heute gerne etwas über die Leerboxenmiete erzählen. Es gibt immer wieder ganz viele Fragen dazu. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man das Pferd eingestellt hat in einem Pensionsbetrieb, hat man ja eine Boxenmiete zu zahlen. Dann gibt es öfters mal die Thematik, dass man den Stall wechseln möchte. Und dann ist dann natürlich die große Frage, ja, was ist denn, wenn ich jetzt gekündigt habe, muss ich denn die Boxenmiete wirklich voll bis zum Vertragsende bezahlen? Die grundsätzliche Antwort lautet, ja, der Stallbetreiber ist berechtigt, dir wirklich die ganze Boxenmiete abzunehmen bis zum Vertragsende. Er hat ja auch damit gerechnet, dass du bis zum Vertragsende da bist. Deswegen gibt es auch die sogenannte Leerboxenmiete, weil das Pferd, wenn es ja nicht mehr da ist, nichts mehr verbraucht. Kein Futter, kein Streuer, muss weniger arbeiten in der Box. Und daher gibt es die Möglichkeit, einen gewissen Betrag einzubehalten von dem Boxenpreis. Und das ist die sogenannte Leerboxenmiete. Grundsätzlich ist es möglich, dass man ersparte Aufwendungen von dem Boxenpreis eben abzieht. Aber Vorsicht, ihr müsst schauen, was bei euch im Vertrag geregelt ist, weil wenn da irgendwas anderes geregelt ist, nämlich so ungefähr mit dem Wortlaut, die Boxenmiete ist trotzdem noch bis zum Vertragsende zu zahlen, dann greift es nicht und ihr müsst die volle Boxenmiete bezahlen. Mein Tipp an dieser Stelle, sucht das Gespräch mit dem Stallbetreiber. Wenn man nicht gerade im Bösen auseinandergeht, müsste es möglich sein, da irgendeinen Kompromiss zu finden, dass man nicht wirklich die ganze Boxenmiete zahlen muss. Für alle anderen, wenn nichts im Vertrag geregelt ist, dann greift das Institut eben, dass man die ersparten Aufwendungen abziehen kann. Und die Frage ist natürlich, welche Höhe ist es denn? Weil man kann es schwierig greifen, wie viel Heu verbraucht denn das Pferd jetzt nicht mehr? Wie viel Arbeitszeit spare ich mir ein? Jedenfalls ist es gerichtlich entschieden, dass man 33,3% einbehalten kann. Das Amtsgericht hat sich hier an einem Gaststättengewerbe orientiert, um der Einfachheit halber einen Betrag annehmen zu können, weil es sonst wirklich kompliziert wird, jede Einzelheit von der Boxenmiete abzuziehen. Fakt ist aber, wenn in eurem Vertrag wieder was anderes geregelt ist, dass zum Beispiel die Leistungen explizit aufgeführt sind, dann gehen die wieder vor. Wie schon gesagt, der Einfachheit halber einfach die 33,3% abziehen, den Stallbesitzer auffordern unter einer Fristsetzung, er möge die Aufwendungen angeben, die erspart worden sind. Und damit seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite und ihr könnt den Stall guten Gewissens verlassen. Das war's schon mit unserem heutigen Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen gerne in den Kommentaren unten oder auch gerne die Thematiken, die ihr in Zukunft gerne hören wolltet. Gebt uns gerne ein Like und bis zum nächsten Mal.